Die schnellsten und schlausten im Ersten sind heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind Sie, unsere vier Mutigen heute. Alle der festen Überzeugung, die Elite zu schlagen. Warum, fragen wir Sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Cindy Weiner und von euch kennt mich noch keiner. Ich komme aus Sachsen, wo die schlauen Frauen auf den Bäumen wachsen. Hallo Jäger, ich heiße Patrick Bouvet. Ich bin in der Pflege unterwegs und es könnte sein, dass wir dem Jäger heute einen Einlauf verpassen. Hallo Jäger, mein Name ist Yvonne Bürger und ab heute bürgert sich hier ein, dass die Kandidaten gewinnen. Hi Jäger, ich heiße Timo Barnemann und ich bin passionierter Freizeitrapper. Mit Punchlines voller Wissen schicke ich dich heute auf die Bretter. Timo, Yvonne, Patrick und Cindy, schön, dass ihr da seid. Das ist meine hoffentlich Gewinnermannschaft des Abends heute. Ihr kommt nacheinander zu mir, werdet in der Schnellraterunde schon mal möglichst viel Geld für die Teamkasse einsammeln, um dann jeweils mit diesem Geld ins 1:1-Duell zu gehen. Wer es gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss nach Hause gehen. Beginnen wird heute Abend Cindy. Cindy, guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Hallo. Schönes Startgedicht hattest du schon gerade mit den Sachsen und Wachsen. Ja. Hast du vom Rapper schreiben lassen? Nee, habe ich selber geschrieben. Ah, hast du selbst geschrieben, sehr gut. Hast du eine gute Mannschaft beisammen? Oder? Ja. Ja, wirkt alle sehr fröhlich und zuversichtlich. Was machst du beruflich? Ich arbeite in der Notaufnahme. Und Hobbys, Interessen, was ist gut hier? Ich gehe gern zum Fußball ins Stadion. Wo gehst du hin? Nach Aue. Nach Aue, Erzgebirge. Aue. Jawohl. Ja. Ja, sehr gut. Dann wollen wir loslegen. Vielleicht haben wir ja eine Mischung hier für dich aus Sport und anderen Interessen zusammengestellt. Eine Minute, du bist die Erste heute und deine Zeit, Cindy, startet jetzt. Menschen, die das Sagen haben, spielen redensartig die Erste. Geige. Welches auf Tasmanien lebende Tier ist der größte Vertreter der Raubbeutler? Tasmanischer Teufel. Schiffsmühlen werden heute zur Erzeugung von was benutzt? Weiter. Strom. Wie wird ein kleines chirurgisches Messer mit feststehender Klinge genannt? Ja, welcher Fußball-Bundesliga-Verein hat das Kürzel für Rasenballsport im Namen? RB Leipzig. In welchem Land kann man in der Serra do Alvão wandern? Spanien. Portugal. Wie wird ein Antitranspirant oft genannt? Deo. Ja, wer spielt in der Serie Thilo Neumann und das Universum die Titelrolle? Weiter. Christoph Maria Herbst. In welchem Jahrzehnt wurde die Deutsche Hausfrauengewerkschaft gegründet? 70er. Zu welchen Früchten zählt man in der Botanik die Obstarten Grapefruit und Mandarine? Steinobst. Zitrusfrüchte. Wie viele Vereine spielen in der Fußball-Bundesliga der Frauen? 16. 12. Jack London schrieb den Abenteuerroman Der Ruf der? Weiter. Wildnis. An welcher Küste Südamerikas liegt Chile? Westküste. Ja. Welche Ostberliner Band veröffentlichte 1982 das Album Der blaue Planet? City? Karat. Unter welchem Künstlernamen wurde der Franzose 3.500? Super, Cindy. Yes. Gut, wirklich. Und aber richtig mit Tempo. Also, mir wären fast die Fragen ausgegangen hier. Hast du dir so vorgenommen oder hast du dich übertroffen sogar? Ich hab so 2000 gedacht. Nee, 3.500. Deutlich mehr. Hast du richtig gut gemacht. Erste Hürde ist mehr als gut überstanden. Jetzt kommt die nächste und die heißt Jäger. Wen hättest du gerne? Einen, den wir heute schlagen können, alle. Oh. Ja, dann bleiben wir aber ohne, wahrscheinlich. Nein, Spaß. Ich hätte gern Sebastian Klussmann. Sebastian Klussmann? Den magst du am liebsten, oder? Ja, der gefällt mir auch optisch ganz gut. Oh, doch, du bist der. Ach, du bist die, die ihm gefällt. Der er gefällt. Dann schauen wir mal, ob er dabei ist heute. Ich könnte ihn dir gleich anbieten, den Besserwisser, Herrn Klussmann. Der ist ja Japan-Fan, gilt inzwischen als Spezialist für Fächertanz. In allen Fächern, leider. Der Quizgott ist da, Sebastian Jacobi. Wenn er irgendwas fächert, dann maximal ein Skatblatt mal abends. Oder ich hätte noch den Quiz-Vulkan, Manuel Hobinger. Sein Wissen ist auch enorm breit gefächert. Neuerdings spricht er ja sogar davon. Vielleicht hast du eine Chance auf Herrn Klussmann. Wen hättet ihr gerne? Hobinger. Hobinger? Ja. Sie. Gut, Sie. Einer wird es sein von den dreien. Hier kommt der Jäger. Immer in der Vorname. Guten Abend, Herr Jacobi. Freue mich, Sie zu sehen. Hallo. Mein liebster Vorabendkonferencier, Herr Pommes. Schönen Abend. Cindy hatte sich einen Sebastian gewünscht. Den hat sie bekommen. Ja, richtig. Hallo, Cindy. Den echten, ja. Cindy kommt mit 3.500 Euro hier an den Tisch. Sehr stark gespielt in der Vorrunde. Respekt. Erzgebirge Aue-Fan. Mehr habe ich noch nicht herausgefunden, außer dass sie das richtig gut gemacht hat. Sie sind doch gar nicht in den Farben von Erzgebirge Aue gekleidet heute, oder? Na, ich habe mir überlegt, ich passe es ein bisschen an die Sendung an mit Rot und Blau.
Guck mal, hast du Gedanken. Grau ist doch die Farbe der Sendung eigentlich. Machen Sie jedoch lila Angebote. Lila Angebote für Herzke und für Aue. Auf der unteren Stufe würden Ihnen 1.500 Euro verbleiben. Mhm. Und für den Einstieg auf der Risikostufe 14.000 Euro. 14 direkt. Bleib, oder? Habt ihr euch irgendwas vorab überlegt? Irgendjemand schon ausgewählt, der zockt oder nachher teilt? Oder eventuell. Keine Taktik verraten. Der Feind hört mit. Was machst du denn? Ich bleibe bei 3,5. Bleib's erstmal. Gut. Ja, das ist ja auch eine sehr gute erste Runde gewesen. Dann wünsche ich dir 5 richtige Antworten, Herr Jacobi, auf einen schönen Abend heute mit unserem Sieg. Und die Jagd mir auch, beginnt. Frage 1 im ersten Duell. Bei welchen staatenbildenden Insekten überlebt nur die Jungkönigin den Winter? A. Bei Honigbienen, Ameisen oder Hummeln? Wofür hast du dich entschieden? Ich habe A. Honigbienen geraten, habe ehrlich gesagt. Was ist die richtige Antwort? Es sind die Hummeln. Was sagt der Jäger? Hat auch die Bienen genommen. Nein, bei den Kerftieren bin ich nicht so fit offensichtlich. Wollen wir nochmal anfangen? Gerne. Ja, ja, komm, auf geht's. Cameron Diaz's Vorname stammt aus dem Gälischen und bedeutet was? A. Abstehende Ohren, B. Krumme Nase oder C. Fliehendes Kinn? Jetzt schon die Frage, ob Ihre Eltern sie genau deswegen so benannt haben. Das wäre natürlich... Naja. Was hast du genommen? Ich habe B-krumme Nase genommen. Cameron. Ich glaube, bei gälischen Worten kann man gar nichts ableiten. Kann man gar nicht aussprechen, lang. Wahrscheinlich. Ja. Bei Walisisch natürlich ganz schlimm, aber... Es ist die krumme Nase. Starten wir hier mit Cameron Diaz. Gut, ja, das tun wir. Sehr gut, Cindy. Erster Schritt für dich. Und was sagt der Jäger? Seit Jahrzehnten verrückt nach Mary. Aber nicht verrückt nach Cameron Diaz Filmen zumindest. Naja, aber ja, es ist immer ähnlich, ne? So, ja, ist nicht so mein Genre, aber die Dame ist sicherlich eine gute Schauspielerin. Ach, sicherlich, sicherlich. Sicherlich. Nächste, überzeugt von. Nächste Frage kommt. In welchem Berliner Fußballverein gibt es mit dem Hans-Rosenthal-Team eine traditionsreiche Prominenten-Elf? A. Tennis Borussia, Hertha oder Union? Hans-Rosenthal-Team. Was hast du genommen? Ich glaube, ich habe falsch. Ich habe Hertha. Ich glaube aber, es ist Union, oder? Ich glaube, es ist Tennis Borussia. Ja, was ist die richtige Antwort? Ja, TB. Was sagt der Jäger? Haben Sie genommen? Das würde farblich doch zu Erzgebirge auch ganz gut passen eigentlich. Ja. Ne? Ja, aber nur farblich. Darum geht es beim Fußball nicht, Jacobi. Nächste Frage kommt. Er macht einen. Gut, Cindy, jetzt machst du bitte richtig weiter. Was mussten Seeleute laut einem Dekret von Ptolemäus III. Abgeben, wenn sie im Hafen von Alexandria anlegten? Mussten sie A. ihre Waffen oder Lebensmittel oder Schriftrollen abgeben? Ein Dekret von Ptolemäus III. Was hast du genommen? Ich habe keine Ahnung, ich habe C genommen. Schriftrollen? Mhm. Ist das so, das... Warum haben Sie C genommen? Irgendjemand hat mir vor der Sendung gesagt, aus meinem Team, im Zweifel nimmt C. Also wenn das Ihre Begründung für diese Antwort war, dann bin ich jetzt enttäuscht. Ich höre seit 9 Jahren, höre ich immer das Längste oder B. Tja. Ich kenne auch nur C oder das Längste. Was denn jetzt? Ja, einfach die richtige Antwort auswählen. Okay, es ist die richtige Antwort. Schriftrolle. Ja, ist es. Ah, danke. Jawohl. Ja, Pfeffer, sehr schön. Wer hat's dir gesagt? Timo, ne? Danke. Timo, sehr gut, aber nicht nur C nehmen. Doch, weitermachen. So was sagt der Jäger? Ja. Der Hintergrund ist natürlich, dass die große Bibliothek von Alexandria das Wissen der antiken Welt gespeichert hatte. Und das sollte einfach durch die Ptolemäer, die Herrscher, Ptolemäus I. war ja ein General, Alexander des Großen, ein Diadoche, sollte dann eben angereichert werden. Immer mehr Wissen, das aus aller Welt dahin gebracht wurde. Okay, und andersrum durften sie wahrscheinlich nichts rausführen. Das Wissen natürlich. Genau. Nur noch 3, das läuft doch jetzt wieder, Cindy. Weiter geht's. An wie viele Bundesländer grenzt Niedersachsen? Heider. A. 7, 8 oder 9? Oh, das weiß sie. Merken Sie es? Mhm. Aber Sie waren auch schnell. Sind Sie jetzt überrascht? Das ist doch leicht.
Ist leicht? Nein. Ich dachte, jetzt wird schön gezählt und richtete mich auf eine kleine Pause. Ich habe einfach als C genommen, um ihn unter Druck zu setzen, schnell. Weil Niedersachsen ist so relativ mittig und damit grenzt er an relativ viele Bundesländer. Und? Weil Timo gesagt hat, ja, C. Vielleicht. Okay. Solche Antworten mag ich lieber als C oder das Längste. Das ist gut. Was ist die richtige Antwort? Sind es 9 Bundesländer? Tatsächlich sind es 9. Super. Was sagt der Jäger, dem ich sogar zutraue, dass... blitzschnell überschlagen zu haben? Nein, das ist eine relativ bekannte Pappquizfrage. Das ist ja der Rekordhalter. Und häufig vergessen wird die sehr kurze Grenze von Niedersachsen zu Brandenburg an der Elbe. Ach gut, ja, ja klar. 2 noch, Gleichschritt. Sehr schön. Wo befindet sich etwa ein Viertel aller Knochen des Menschen? A. In den Füßen, im Kopf oder im Rücken? War das wieder so einfach? Es ist, verstehen Sie, Spaß heute für Sie mal wieder. Ist es wieder C? Nein, es ist A, es sind die Füße. Tatsächlich? Es sind sehr viele kleine Knochen. Dann halt in den Füßen. A. Ja, prima. Guck doch mal, Cindy, was du alles weißt. Sehr schön. Was sagt der Jäger? Ich bin auch stolz auf Cindy. Das macht sie sehr gut. Und gerade im Bereich des Mittelfußes sind natürlich sehr viele kleine Knöchelchen. Sesambeinchen. Sehen Sie, auch als Handballer wissen Sie mehr über Knochen, als Sie zugeben. Gibt es das Sesambeinchen? Kennst du? Kennst du? Schon gehört. Du hast 2 Matchbälle, Cindy. Das Hoch- und das Niederdeutsche trennt seit der 2. Lautverschiebung die A. Bottnanger Grenze, Benrather Linie oder Bonameser Kehre? Hä? Ja, das ist allgemein gut. Seit der 2. Lautverschiebung. Können Sie kurz erläutern? Nein. Ja. Ja, nördlich der Linie wird ein gewisser Laut eben anders ausgesprochen als südlich dieser Linie quer durch Deutschland gedacht. Und Benrath ist ja bei Düsseldorf. Schloss Benrath. Also B? Ich glaube, ich habe auch B gedrückt. Ich habe so ungefähr alles. Nee, natürlich hast du C genug. Was ist richtig? Was sagt der Jäger? So, Cindy, jetzt hast du es noch mal ein bisschen spannend gemacht. Und jetzt schickst du ihn bitte in die Pause. Und zwar mit einer richtigen Antwort. Wo haben Rolltreppen besonders starke Motoren? A. Am Hauptbahnhof, im Hotel oder im Krankenhaus? Hauptbahnhof, Hotel oder Krankenhaus? Das ist nicht schlecht, finde ich. Schöne Frage, ja. Noch habe ich nicht ganz verstanden, was der Hintergrund ist. Ich habe eine Idee zumindest. Wir können die Ideen ja mal zusammenschmeißen. Ich hätte als erstes das Hotel rausgenommen und ich hätte A oder C gedacht, weil die... Ich dachte, dass vielleicht der Ausfall im Krankenhaus besonders verhindert werden muss und deswegen das in Redundanz doppelt gesichert ist durch starken Motor. Wenn sie ausfällt, kann vielleicht jemand nicht in den OP über die Rolltreppe, Ich hätte ganz oberflächlich an schwere Koffer gedacht. Mhm, habe ich das auch. Das ist natürlich sehr oberflächlich. Ja, aber hoffentlich richtig. Ich habe auch Krankenhaus gleich ausgeschlossen, weil wir haben keine Rolltreppe. Ich habe auch einen Hauptbahnhof genommen, wegen dem Gepäck. Naja, und vor allem, wie viele Menschen laufen denn jeden Tag über die Hauptbahnhoftreppe und wie viele sind im Hotel und im Krankenhaus? Ja. Lasse mich gerne eines Besseren hier belehren. Haben Sie Krankenhaus genommen, weil dann wären wir schon mal safe. Werden Sie ja gleich sehen. Oder auch nicht. Ich glaube, er ist falsch. Bist du durch? Ja, 300.000 Euro, Cindy. Top gemacht, Patrick. Weiter geht's. Ja. So, Patrick, sehr erleichtert. Ja, natürlich. Klatschen wir erstmal für Cindy und dann für dich hier. Geht's gut? Meine gute Runde, ja. Was sind deine Hobbys und Interessen? Was wäre gut für dich hier? So Geschichte, Politik, Fantasy-Nerd-Kram. Oh, da sind schon mal ein paar Sachen, die abgedeckt sind. Wollen wir loslegen? Mhm. Komm, 60 Sekunden, ich drücke die Daumen und die Zeit startet jetzt. Welche Mythengestalten treiben laut Volksglauben in der Walpurgisnacht die Unwesen? Ja. Mit welchem englischen Wort wird die Wiedervereinigung einer Band benannt? Reunion. Georg Günther sollte 2021 als wessen Nachfolger für die CDU den Wahlkreis Vorpommern-Rügen verteidigen? Angela Merkel. Von welchen Tieren stammt Iberico-Fleisch? Komm ich nicht drauf weiter. Schweine. Welche Farbe steckt im Wort Dschungelbuch? Nochmal. Gelb. Als Sinnbild Niedersachsens gilt das Weiße? Keine Ahnung. Pferd oder Ross. Welcher Kinderbuchheld von Astrid Lindgren lebt mit seinen Eltern Alma und Anton auf einem Bauernhof? Michael. Ja. Zu den 10 größten Inseln der Erde zählt welche europäische Insel?
England. Großbritannien. Von welcher Hardrock-Band mit außerirdisch klingendem Namen stammt der Klassiker Rock Bottom? Keine Ahnung. UFO. Blüht die stinkende Nieswurz bei uns im Sommer oder im Winter? Sommer. Winter. Welcher Patrick ist Deutschlands erfolgreichster Wasserspringer? Keine Ahnung. Hausding. Wie viele Pune schickriert? 2000. Gut. Dschungelb. Dschungelb. Ich hab's Dschungelbuch nicht verstanden. Ja, dann ja, genau. Raus, Dschungel ja. Ist aber auch irgendwo drin versteckt. Ich befürchte, dass wir England noch abziehen müssen, weil ich glaube, dass du groß brrr, und dann bist du umgeschwenkt, oder? Na gut, aber dann kämen wir eh auf 1500, ist so alles in Ordnung, wenn wir die drauflegen. Oder du zockst gleich mal, ich weiß nicht, bist du risikobereit? Dann und wann, konnte wann. Ja? Ja. Ja, dann muss er anständig bieten. Dann. Ja. Okay, hier kommt der Jäger. Spannende erste Runde. Weiter geht's mit Patrick jetzt. Hallo Patrick, grüße Sie sehr. 1500 Euro haben wir, hat er erspielt und wir freuen uns auf Angebote. Die Angebote. 500 Euro unten, Patrick. Und leichte Steigerung oben. 15.000 Euro. Was machen wir? Ich bin geneigt zu zocken. Unten bleiben wir, okay. Das ging schnell. Ich bin geneigt zu zocken. Halber Blick, wen hast du denn angeguckt? Alle drei. Ja, so schätzen Sie Ihre Mitspieler ein. Ich bleibe lieber, okay. Ja? Ja, doch. Okay, also ich quatsch keinen rein, aber auch niemanden raus. 1500. Ja, 1500. Dann bleiben wir. Alles klar. Dann sind fünf richtige, die wir brauchen. Auf geht's. Die Jagd beginnt. Bin geneigt zu zocken. Ja, wir bleiben. Hier kommt die erste Frage. 2020 war Jamie Graham die Nummer 1 im A. Routen tackern, Akten abheften oder Sacklochen? Was ist Sacklochen? Keine Ahnung. Meine Antwort wäre, Wayne interessiert's. Ja. Und was ist Routentackern? Also Akten abheften kriege ich noch bildlich hin. Das ja. Was hast du genommen? C-Sacklochen. Ohne dass du... Du lächelst so fröhlich dabei. Ich glaube, du weißt mehr als wir. Ahnung. Was ist die richtige Antwort? Was ist... Sacklochen. Das müssen Sie mir nachher erläutern, Patrick. Was sagt der Jäger? Ja, da singen wir vom selben Blatt. Ging ja voll in den Sack bei mir. Ja. Hier kommt die nächste Frage. Du hast einen Vorsprung gewonnen. Sehr gut. Die Homöopathie heilt laut Wortbedeutung durch was? Durch A, Verbundenes, durch Entgegengesetztes oder durch Ähnliches? Was hast du genommen, Patrick? A, Verbundenes. Was ist die richtige Antwort? Ähnliches. Wieder C. Das ist jetzt, glaube ich, hier die Timo-Sendung. Es kommt nur noch C heute. Was sagt der Jäger? Okay. Der Leitspruch von Hahnemanns Homöopathie lautet ja auch Simila similibus curantur. Also Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt, kuriert. Gut. Dann geht's weiter mit der nächsten. Vier brauchen wir noch. Worauf kann man die fast 800 Jahre alte Niederschrift des Stadtrechts von Soest lesen? A. Alte Kuhhaut. B. Auf einer Marmortafel oder auf einer Papyrusrolle? Soest in NRW. Was hast du genommen? Ich habe B. Marmortafel genommen. Marmortafel? Ja. Ist das so? Kann man die da lesen? Nee, nein, auf einer alten Kuhhaut. Was sagt der Jäger? Ja, in dem Fall geht das Stadtrecht eben doch auf eine Kuhhaut. Anders als das Sprichwort suggeriert. Genau. Nächste Frage kommt. Wo findet man die letzten Leoparden Europas? A. Dolomiten, Pyrenäen oder im Kaukasus? Was hast du genommen, Patrick? C. Kaukasus. Kaukasus, ist das richtig? Lass doch mal C. Prima, nächster Schritt für dich, super. Was sagt der Jäger? Okay. Das müssten dann aber Schneeleoparden sein, die, glaube ich, eine ganz andere Gattung sind als die
gelb wie schwarzen Leoparden. Nächste Frage kommt. Nur noch drei sind benötigt hier, Patrick. Welche Farbe hat der Turban vor dem gelben Tuch des Mädchens mit dem Perlenohrring auf Vermeers gleichnamigen Bild? Blau, rot oder grün? Ich war mir eigentlich sicher, dass er gelb ist, aber... Na, das ist das Tuch. Ja, blau genommen. Blau, okay. Was ist richtig? Ist doch alles prima. Nur noch zwei, wir können auf die letzte Stufe. Vorher noch die Antwort des Jägers. Ist auch blau. Kann man sich schön bildlich vorstellen. Ansonsten müsste man, glaube ich, nach Den Haag fahren, um das zu sehen, oder? Tatsächlich? Ich glaube, ins Mauritshus, aber ich bin nicht ganz sicher. Da kommen Sie aber mit Orange besser dann. Orange, noch, ja. Noch zwei, Patrick. Ja. Weiter geht's, komm. Was ist ein Highlight in der Skyline von Aserbaidschans Hauptstadt Baku? A. Lichtberge, Flammentürme oder Feuernadeln? Was hast du genommen? B. Flammentürme. Klingt so, ja, was ist richtig? Absolut, prima. Guck mal, hast du abgeguckt auf deinem Hemd? Genau. Sehr gut. Falls diese Frage kommt, nehme ich das Hemd heute. Genau. Was sagt der Jäger? Ja, ich finde das unlauter, dass er einfach von seinem Hemd abschaut. Deswegen hat Klussmann alle Tierfragen richtig gehabt in den letzten Jahren. Er musste nur die Insektenbeine zählen. Genau, aber sie hätten ja auch die Chance gehabt, abzugucken. War ja Chancengleichheit. Na ja, gut. Es geht hoffentlich nur noch mit einer Frage weiter, dann hätten wir dich nämlich im Finale, Patrick. Welcher Premierminister heiratete 2021 Carrie Simmons? A. Scott Morrison, Boris Johnson oder Robert Abela? Das Wen weiß der Patrick. Wen hast du genommen? C. Robert Abela. Ach so. Ne, ich hätte jetzt den mit den wirren Haaren genommen. Was ist die richtige Antwort? Boris Johnson tatsächlich. Okay. Und was sagt der Jäger? Der Jäger wünscht sich Aufklärung. Abela ist wo Regierungschef? Bin ich also Morrison ist Australien, aber... Malta? Ah, no guarantee from me. Match mal für beide, hatten wir doch eben schon. Ja. Ist doch gut, machen wir es wieder. Machen wir es wieder so. Komm, Patrick. Ein staatlich garantiertes Grundrecht auf Glück haben nur Bürgerinnen und Bürger des Königreichs A. Bhutan, ja, Bhutan, wie schreibt ihr es? Rechtschreibfrage zum Schluss hier. Empfehlung wie immer, nicht zu lange nachdenken. Ich bin gerade verwundert, Herr Bommes, Sie haben ihm gar nicht geraten, schneller zu drücken. Er hatte sich recht viel Zeit gelassen. Wo ist Ihr normaler Satz hier? Machen Sie schnell. Wollte ihn nicht stressen. Ne? Gut, die überraschen mich immer wieder. Ich wollte nicht stressen, ich hoffe, es hat geklappt. Und ich hoffe, du bist deinem, obwohl du lange überlegt hast, dem ersten Impuls, der ist eigentlich immer richtig bei diesen Fragen gefolgt. Nein, ich habe den letzten genommen. Letzten Impuls? C? Genau. Was ist die richtige Antwort? Es ist A mit H vorne und nicht nach dem T. Ja, und natürlich können wir Timo verantwortlich machen, weil der uns das... Mit dem C ja erzählt hat. Den schreiben wir ab jetzt mit TH. Ach, wie schade. Das weiß der Jäger. Was sagt er? Schade, Patrick. Tolles Spiel. Feuer weiter an, bitte. Und Yvonne, das holen wir uns zurück jetzt, das Gerät. So, Yvonne, schade. An der Rechtschreibung von Bhutan sind uns die 1500 Euro durch die Lappen gegangen. Aber gut. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Ich komme aus Dortmund. Ja. Ich bin Sachbearbeiterin bei einer Versicherung im Schadenbereich. Ah ja, da gab es noch mal eine schöne Serie, Stromberg. Hier. War der nicht auch war der nicht auch in der Versicherung? Ne? Voller Kollege. Das war gut, oder? Wollen wir loslegen? Gerne. Ja, ein bisschen Kohle brauchen wir jetzt wieder von dir. Ja, leg mal ordentlich. Ich kann was dazu tun. Das machst du ganz bestimmt. Eine Minute für dich und die Zeit startet jetzt. Eine leichtsinnige Handlung der Vergangenheit, die man im Alter bereut, bezeichnet man auch als Jugend? Sünde. Der Heimweg lautet ein Buchtitel welches deutschen Thriller-Königs? Hitzig. Ja. Was wird auch die neunte Kunst genannt? Weiter. Comics. Wer erzielte das historisch beste Wählerstimmenergebnis bei einer US-Präsidentschaftswahl? Biden. Ja. Welche Großstadt nennen manche Einwohner Bembeltown? Weiter. Frankfurt. Welches dramatische Gedicht von Schiller handelt von den Intrigen am Hof von König Philipp II.? Die Glocke. Don Carlos, welcher Planet umrundet die Sonne schneller, Jupiter oder Saturn? Jupiter. Wann kann man bei einem Musikstück die Coda erwarten?
Weiter. Am Ende. 2021 ist sein 150. Geburtstag, 22 sein 100. Todestag. Der gemeint ist der französische Meisterliterat Marcel. Weiter. Proust. Auf welchem Kontinent fließt der über 2000 Kilometer lange Orinoco? Japan. Südamerika. Aus welchem Tier wird Karmesinrot gewonnen? Schildlaus. 1500 Euro. Tut mir leid, aber die Marcel-Proust-Frage, die hat ja auch schon 30 Sekunden lang, in Anspruch genommen hier. Also, da kann man ja auch nichts machen. Dann machen wir wieder 1500 oder mehr. Vielleicht mehr. Wir gucken mal, was er gleich bietet. Genau. Hast du gut gemacht. Hier kommt der Jäger. Manchmal immer, wenn sie reinkommen, das ist für uns so normal und für euch ist es immer so das erste und möglicherweise einzige Mal im Leben so. Das ist immer noch ein interessanter Moment, wenn sie dann tatsächlich da oben raufkommen auf den Thron, oder? Ich versuche immer zu lächeln, wenn ich die Kandidaten erstmal über den Stuhl hier sehen kann. Ja. Hallo Yvonne, grüße Sie. Yvonne lächelt zurück und wartet auf ihre Angebote auf und ab von 1500 Euro. Auf der unteren Stufe bekommen Sie von mir, Yvonne, 10 Euro. Oh, ja. Noch freundliche 10 Euro. Großzügig. Und nach oben, da wird's noch freundlicher. Mhm. Da packen wir eine 2 an den Anfang. 20.000 Euro. Ja. So, was machen wir jetzt? Das ist mein Angebot. Ja, bin ich auch. Was Ach, meinst du? Dich Timo sieht noch unglücklich aus. Timo bleibt unglücklich, weil er mit C hier alles versaut hat. Sie wählen nicht oben und unten, damit bleiben. Sie C. Bleiben? Ja, ich möchte bleiben. 1.500 Euro. Doch. Nächster Versuch dafür und die Jagd beginnt. Auf geht's, Yvonne. Frage 1. Für Holly Johnson, Mark O'Toole und Co. stand fest, Frankie goes to A. Tinseltown, Sin City oder Hollywood? Wenn da jetzt keine... Frankie goes to Sin City. Wenn da jetzt Meine keine, Bands. Wenn da jetzt keine Falle drin ist, ist es klar, oder? Ja, eigentlich schon. Frankie goes to Hollywood? Ja. C, ne? Ja, C. Was ist richtig? Ja, die Band ist gemeint, offensichtlich. Gut, schöner Start. Was sagt der Jäger? Ja. Nächste Frage direkt hinterher. Geht man bei Aktien short, dann erwartet man was? A. Eine Fusion, fallende Kurse oder eine geringe Dividende? Was hast du genommen? Ich habe C, eine geringe Dividende genommen. Na, was ist die richtige Antwort? Du setzt darauf, dass es runtergeht. Short Selling. Was sagt der Jäger? Ja, diverse Shortseller sind ja auch gerade im Rahmen der Wirecard wieder Praktiken in den Medien gewesen. Ja. Umstritten teilweise, aber bei Wirecard wären sie hilfreich gewesen, hätte man ihnen geglaubt. In dem Fall, ja. So, ein Patzer ist weg, aber das macht ja gar nichts, denn du hast noch einen und brauchst ihn hoffentlich gar nicht. Bei dieser Frage schon mal gar nicht jetzt. In welchem Sport wurde ein gewisser Snakebite im Jahr 2020 erstmals Weltmeister? A. Darts, Wrestling oder E-Sports? Hast du das mitbekommen irgendwie? Ich meine B. Wrestling. Ich meine A. Darts. Was ist richtig? Ja. Hm. Und was sagt der Jäger? Er weiß es. Der Snakebite ist Peter Wright. Ein Dartspieler von der Insel. Ja. Vier noch, positiv formuliert. Kein Patzer mehr, bitte. Ja, auch als Aufforderung zu sehen. Welcher Film spielt zu einem großen Teil in Minis Miederwarenladen? A. The Hateful Eight, Ocean's 11 oder 12 Monkeys? Hätte jetzt, aufgrund der Frage, hätte ich gedacht, dass irgendwelche alten Filmklassiker... Ja, ich auch. Ich bin auch überrascht. Was hast du genommen? Ich hätte Ocean's 11, würde ich ausschließen. Ich bin gerade abgerutscht, aber ich meine B, Ocean's 11 wollte ich zumindest auswählen. Ach so, ja, dann wäre ich total falsch. Ich dachte... Ja. Den habe ich aber genau wie Sie völlig ausgeschlossen, den kenne ich auch. Und der spielt sicherlich nicht in einem Miederwarenladen, sondern da geht es ja ums... Die planen ja so einen Raub. Ich hätte, glaube ich, wäre bei A gelandet. Was ist richtig? Wir brauchen aber jetzt Ocean's 11. Haben wir da einen Miederwarenladen verpasst vielleicht? Vielleicht, ja. Nee, es ist tatsächlich The Hateful Eight. Da verpasse ich ja selten Miederwarenläden, oder? Mit und leider hat er das mit Ausschlussverfahren, glaube ich, genommen, Yvonne. Ja, ich fürchte. Hateful Four. So, vielen Dank. Und Timo, jetzt bist du dran.
Es geht weiter. So, die Reihe hat sich da ein bisschen gelichtet. Timo, was ist denn da los plötzlich, Cindy? Du hast doch eigentlich so einen guten Schub gegeben der ganzen Gruppe hier. Aber gut, du bist ja noch da. Und ich hoffe, dass du jetzt eine gute Runde machst hier. Gebe mein Bestes. Ja, das erwarte ich auch von dir. Sollen wir direkt loslegen, ja? Sehr gerne. Ja, komm, bist bereit? 60 Sekunden für dich, Timo, und Zeit startet jetzt. Welchen runden Geburtstag feiert der Herzogin Meghan im August 2021? 30. 40. Tonsteine Scherben sangen 1972. Schreibt die Parole an jede Wand. Keine Macht für? Weiter. Niemand. Aus welchem Land kommt der 2021 als bester internationaler Film mit einem Oscar ausgezeichneten Beitrag Der Rausch? USA. Dänemark. Wie lange dauert bei K.O.-Spielen im Fußball eine Verlängerung? 15 Minuten. 2x15. Welche Partei des Deutschen Bundestags hat einen Löwen im Logo? CDU. CSU. Welcher Fabian wurde von der Theaterkritik 2020 als Schauspieler des Jahres ausgezeichnet? Weiter. Hinrichs. Wie heißt in einer Science-Fiction-Zeichentrickserie der Opa von Morty? Weiter. Rick. In welchem Land am Persischen Golf befindet sich mit der Dasht-e-Lut die heißeste Wüste der Welt? Saudi-Arabien. Iran. Welcher italienische Modemacher feiert im Juli 21 seinen 87. Geburtstag? Gucci. Armani. Hobby Hobby und Désolé heißen Hits des Rappers? Weiter. Mero nebenan. Oh, wir sind ohne Punkt durchgegangen. Wir leihen dir 500 Euro. Schade, ich hatte, als ich den Rapper las, dachte ich noch vielleicht... Naja, aber das ist ein älterer, glaube ich auch. Wahrscheinlich, ne? Ja. Du, wir haken es ab. Du kriegst 500 Euro zum Spielen. Und ich glaube, die Frage, ob zocken oder nicht, ist damit auch beantwortet. Also, weil wir müssen sie nachher wieder abziehen, die 500 Euro. Aber oh gut, hier kommt der Jäger. So, Herr Jacobi, nun haben wir einen seltenen Fall hier, aber nach einer wirklich auch unangenehmen Runde, fand ich. Da? Also, nein, ich möchte Timo erstmal herzlich begrüßen. Gott hier. Wie auch immer, es ist das Regelwerk von gefragt, gejagt. Wer eine Null hat, bekommt 500 geliehen zum Spielgeld. Würdest du sie nehmen, wärt ihr dann mit 3.000 im Finale. Wir würden es abziehen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, machen wir uns nichts vor, da... Bleibt ja jetzt, also für Sie ein Spaß, jetzt noch ein bisschen rumzubieten hier, aber eigentlich bleibt ja nur die obere übrig. Das sehe ich ganz genauso. Naja, ich aber bin ja sowieso immer der Meinung, man könnte nur die Zocker-Variante. Das kann ich verstehen, ja. Untenrum, Timo, da bin ich nicht so freundlich zu Ihnen, das können Sie vielleicht verstehen. Minus 1.000 Euro. Okay, das heißt, dann würden 2.5, nochmal 5, dann wären nur noch 2 da. Weil wir müssten 1500. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Also diesen Ausschluss brauchen wir. Nein, das obere Angebot, das ist wieder gut und es bleibt dabei. Timo, 20.000 Euro. Ja. Und das müssen Sie jetzt auch nehmen. Eine völlig freie Entscheidung. Du hast ja keine andere Wahl, oder? Ja, ich kann auch 500 nehmen und dann wären wir halt bei 3 im Finale. Musst du selber wissen. Ja, gibt's auch. Du kannst alles. Das ist dein Bauchgefühl? Sag du erstmal, du kannst alles machen, aber um aus der Nummer jetzt noch, also das wäre natürlich... Ja. Ich nehme 500 trotzdem. Wirklich? Ja. Kurfürst August der Starke bezeichnete sich selbst als A. Gemäldesüchtig, theaterversessen oder porzellankrank? Was waren die Hobbys oder Vorlieben oder das Hobby von August dem Starken? Was hast du genommen? C. Porzellankrank, ist das richtig? Dresdner Porzellan. Ja, sehr gut. Erster Gewölbe, ans grüne Gewölbe gedacht, und, oder? Gut, was sagt der Jäger? Viel Porzellan. Ja, nicht Dresdner Porzellan, Meißner Porzellan. Natürlich der Herr Böttcher damals und der Herr von Schirnhaus, die das erfunden haben. Sehr gut. Erster Schritt gemacht. Und was kommt als nächstes?
Welchen Beinamen hat der auch in Afrika lebende Karakal wegen seiner Ohrpinsel? A. Steppenhirsch, Wüstenluchs oder Savannenwolf? Was hast du genommen, Timo? Der Ohrpinsel müsste Luchs sein, denke ich. Luchs, richtig? Ja. Luchs? Gut machst du das. Nächster Schritt. Prima. Guck mal, jetzt macht die Sendung doch ein bisschen mehr Spaß. Ja. Was sagt der Jäger? So. Sehr gut, Spiel. Ja, aber Timo hatte mich vorher schon, als er sagte, es ging ja hier um den Spaß am Quiz und darum sollte es uns ja allen gehen. So ist es nämlich. Drei brauchst du noch. Sehr, sehr gut, Timo. Jetzt läuft es doch hier. Ein Daktyloskop ist ein Experte für A. Fingerabdrücke, Handschriften oder Reimwörter. Oh, das, du bist Rapper? Es ist, Nee, ich glaube, also in Bezug auf Reim, Handschriften hätte ich jetzt mal gedacht. Weil, Handschrift? Achso, ich hätte jetzt... Ja, Experten, die da auswerten und die zuordnen können. Okay, ich hätte jetzt Trocheus Dactylus... Anapest genommen. Was ist die richtige, was ist die richtige Antwort? Fingerabdrücke, na bitte, was sagt der Jäger? Ja, Daktyloskopie ist das wissenschaftliche Nehmen von Fingerabdrücken, auch für die polizeiliche Auswertung oder kriminologische Auswertung. Weiterhin nur noch drei. Jäger Handschriften, oder? Ja, das ist ein Graphologe. Ah, ja. Als Orthorexie oder Orthorexia nervosa bezeichnet das medizinische Fachpersonal den Zwang, A. gesund zu essen, nachts aufzustehen oder die Ohren zu säubern. Orthorexie. Ja, ich habe C genommen, wo jetzt im Nachhinein. Wegen Ohr? Ja. Da fehlt ein Haar. Das war unüberlegt. Was ist die richtige Antwort? Ja, okay. Gesunde Essen. Was sagt der Jäger? Da sind die Griechen wieder im Vorteil. Ortho heißt ja richtig, korrekt, ja, also richtiges ja. Essen quasi. Orthopädie. Orthographie, Rechtschreibung. Ja. Ja. Jetzt ist es eng. Timo, komm, spring von der Klippe hier, aber in die richtige Richtung. Welcher US-Astronom ist Physik-Nobelpreisträger? A. Archimedes, Adam Rees oder Karl Friedrich Gauss? Die ist sehr schön, diese Frage. Archimedes. Wunderbar. Also gut, alle falsch geschrieben. Alle bekannte Wissenschaftler. Und einer alle ist falsch geschrieben. US-Astronom. Ihr betont es so, wie ihr es möchtet. Wen hast du genommen? B. Adam Rees. Klingt am amerikanischsten, ne? Was ist richtig? Ja, sehr gut, Timo. Matchball abgewehrt, sagen wir es mal so. Was sagt der Jäger? Okay. Ja, ähnlicher Name wie der bekannte Mathematiker aus Mitteldeutschland. Zwei noch. Vorletzte, hoffentlich. Die Christen welches afrikanischen Landes behaupten, im Besitz der Bundeslade zu sein? A. Äthiopien, Botswana oder Ghana? Schneller, Timo. Was hast du genommen? Ich glaube, es weiß nicht, Äthiopien. Was ist richtig? Super, jetzt bist du auf der Matchballstufe. Was sagt der Jäger? Hab ich mal eine Doku drüber gesehen. Ja? Ja, der erste Kaiser von Äthiopien, Menelik, soll ja auch der Legende nach ein Sohn von König Salomo und der Königin von Saba gewesen sein. Jetzt gehst du hoffentlich ins Finale mit deinem geliehenen Geld hier. Vegane Speisen würzt man mit Kalanamak, einem schwarzen Salz der ayurvedischen Küche, damit es wonach schmeckt. A. Nach Ei, Fleisch oder Honig. Ja, das ist für mich ist Fleisch eigentlich die einzig logische Antwort wegen Veganer. Das ist immer ja die aber Grundsatzfrage, wenn du Veganer bist, willst du dann, dass es wie Fleisch schmeckt? Ich habe ja auch es sehr gerne vegan seit längerer Zeit. Ich habe viele Rezepte. Wenn man so ein bisschen Rinderfilet reinschneidet, schmeckt das echt gut. Was ist die richtige Antwort? Scheiße. Ei, was sagt der Jäger? Der ist aber kein Veganer. Hat auch Fleisch genommen. Boah, jetzt lässt er dich hier los. So, jetzt Matchball-Frage, ja, das Timo. Zeigt wieder mal, man sollte auf der letzten Stufe nicht das nehmen, was man für wahrscheinlich hält als Jäger. Letzte Frage jetzt hoffentlich. Positives Ergebnis. Nach Jahren geordnete Aufzeichnungen von Ereignissen nennt man auch A. Wir sind einmal an der Rechtschreibung gescheitert heute. Wie schreibt man Annalen? Und ich spare mir jetzt diesen Ewigsatz. Erster Blick ist der richtige. Was hast du genommen? Vorhin war C falsch. Jetzt hast du A genommen. Vorhin haben wir auch
Vorhin sind wir mit A gescheitert. Was ist die richtige Antwort? Und wieder scheitern wir mit A, denn der Jäger sagt Anus, das Ja, C. Oh, schade. Na gut, jetzt müssen wir zumindest nichts abziehen. 3.500 Euro sind die für dich. Finalzeit bei Gefragt Jagd, was so gut begann heute mit Cindy, hört hoffentlich auch genauso gut auf. Du warst die Erste im Finale und bist jetzt auch die Einzige. 3.500 Euro, 2 Minuten lang für dich jetzt. Ne? Mach das ähnlich gut wie in der ersten Runde, dann passiert dir hier nichts und hol dir gerne einen großen Vorsprung. Ja, bist bereit? Jawohl. Deine Zeit, liebe Cindy, startet jetzt. Wie viele Buchstaben liegen im Alphabet zwischen dem O und dem Q? 5. Helmut Fischer wurde in den 80ern berühmt mit seiner Rolle als Monaco. Weiter. Aus welchem südamerikanischen Land stammt der Tennisstar Diego Schwartzmann? Kolumbien. Welcher Baum ist als Nationalsymbol des Libanon auf seiner Flagge zu sehen? Lerche. Welche Stadt in Dänemark hat die meisten Einwohner? Kopenhagen. Wie lautet die Alltagsbezeichnung für einen Chronometer? Uhr. In welchem Jahrzehnt trat Bundeskanzler Adenauer mit 87 Jahren von seinem Amt zurück? 80er. Wer sang 1965 den Titelsong für den James-Bond-Film Feuerball? Tina Turner. Was man sich plastisch vorstellt, hat man redensartlich vor seinem geistigen Auge. Welcher König verlegte den französischen Hof in den Südwesten von Paris nach Versailles? Sonnenkönig. Welcher ausgestorbene Taubenvogel taucht in Alice im Wunderland auf? Weiter. Wofür steht bei der Bibel die Abkürzung EU? Weiter. Wer bezwang von 1970 bis 86 alle 14 Achttausender? Reinhold Messner. Wie wird in der Raumfahrt ein unbemanntes Fahrzeug zur Erkundung der Oberfläche eines fremden Planeten genannt? Sonder. In welcher US-Sitcom spielte Katie Sagal die Peggy Bundy? Alle unter einem Dach. Was ist die flächenmäßig größte Wüste der Erde? Sahara. Für welches Fernsehformat steht die Abkürzung Doku? Dokumentation. Wie lautet der gängige Anglizismus für den telefonisch erreichbaren zentralen Kundendienst? Weiter. Wer wurde am 14. Mai 2017 als Staatspräsident Kurfürst von Andorra? Weiter. In welcher Stadt entstand das berühmte Wandgemälde Das letzte Abendmahl von Da Vinci? Rom. Als Rotorblätter bezeichnet man die Drehflügel, welches auch senkrecht fliegenden Fortbewegungsmittel. Flugzeug. Aus welchem Land stammt die Krimi-Autorin Lisa Marklund? Dänemark. In welcher Sportart wurde fast 50 Jahre lang der Admirals Cup ausgetragen? Segeln. Im Segeln. 7 Punkte. So, komm, das ist alles gut. Und zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. So, Herr Jacobi, eine Jagd noch für Sie. 2 Minuten. 7 hat Cindy sich erkämpft. Ja, für eine Spielerin im Finale ein ordentliches Ergebnis. Ich würde sagen, gehen wir es an, Herr Bommes. Dann machen wir das. Bereit? Bereit. Zum letzten Mal heute Abend die Jagd beginnt. Der Quizgott ist der Jäger heute, Sebastian Jacobi. Er braucht 7 richtige Antworten zum Sieg und seine Zeit startet jetzt. Wie viele Buchstaben liegen im Alphabet zwischen dem E und dem H? 2. Eine TV-Serie um den Tierarzt James Herriot heißt Der Doktor und das Liebe? Vieh. Aus welchem südamerikanischen Land stammt der zweifache Formel-1-Weltmeister Emerson Fittipaldi? Brasilien. Die Flagge welches eurasischen Landes wird auch Fünfkreuzflagge genannt? Russland. Stopp die Uhr. Erste Chance für dich. Fünfkreuzflagge. Weißrussland? Nee, Georgien ist es. Ach, da sind diese Georgskreuze in Rot auf weißem Grund. Ja, natürlich. Kein Durchmarsch. Man weiß nichts, ob Europa oder Asien, deswegen Eurasien. Sehr schön formuliert. 1,37 für 4, die Zeit startet jetzt. Welche Stadt ist die bevölkerungsreichste Großbritanniens? London. Mit Kerosin werden welche Verkehrsmittel betankt? Flugzeuge. In welchem Jahrzehnt wurde Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert? 1970er Jahre. Wer kassierte 1989 für die Rolle des Bösewichts in Batman die Rekordgage von 60 Millionen Dollar. Jack Nicholson? Ja, das ist richtig. Und damit sind wir durch. In 42 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Edgar sagte mir hinter der Bühne, er hätte 40 Sekunden erwartet. Das wäre überheblich. Dann liegt Edgar falsch und bekommt heute Abend kein Schnitzel. Und 42 ist ja auch die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Und den ganzen Rest. Vielen Dank, Cindy, für tolles, sympathisches Spiel. Grüße an die Mannschaft. Glückwunsch, Herr Jacobi. Danke. Das war gefragt, die Jagd für heute. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend. Tschüss. Barney.
Freunde.